Was man sicherlich sagen kann, ist, die Organisationen, die bei der Krisenintervention dabei sind, beteiligt sind, sind jetzt nicht wirklich die Treiber der Digitalisierung, sondern eher auf der Anwenderseite. Das heißt, Nutznießer der Daten, die von verschiedenen Firmen zur Verfügung gestellt werden. Dass aber die Digitalisierung auch in der Krisenintervention mehr und mehr kommt, sehen wir auch. Zum Beispiel Tasks, die früher hauptsächlich über Sprache abgehandelt wurden, verschieben sich mehr und mehr hin zum Thema Daten. Datenkommunikation nimmt immer mehr zu. Beispielsweise im Air-Traffic-Bereich, nachdem die Frequenz aus dem Bereich kommt, gibt es diese Data-Link-Geschichte, wo Kommunikation zwischen Piloten und Lotsen wirklich schon nur noch rein über digitale Links passiert und nicht mehr über Sprache. Dazu kommt, es stehen mehr und mehr Daten- und Informationsquellen natürlich zur Verfügung. Fotos, Videos ist da hier ein Thema, im Public-Safety-Bereich insbesondere. Und was wir auch merken, natürlich dementsprechend der Datenaustausch wird immer wichtiger. Ein Beispiel jetzt mal, das wirklich schon passiert. Wir haben uns jetzt einfach mal die Notrufannahme bei der Polizei angeschaut. Während früher einfach nur ein Telefonanruf gekommen ist, wobei einfach nur Telefonanruf stimmt ja auch nicht mehr, der kann über ISDN kommen, der kann über Mobilfunktelefon kommen. Jetzt inzwischen ist es auch schon so, es kommen Notrufe, sage ich, ist jetzt vielleicht das falsche Wort, aber Anrufe in der Polizei auch schon an über Social Media, über die E-Call-Geschichte, teilweise auch schon über Apps. Also man sieht es an dem Bild ein bisschen. Alles, was so grün markiert sind, sind verschiedene Möglichkeiten, wie ein Anruf in der Polizei eingelangen kann. Das Problem ist jetzt aber, aus diesen Daten sinnvoll was zu machen und diese zu nutzen. Die Informationen sind jeweils unterschiedlich. Die andere Seite, die jetzt auf dem Bild nicht mehr drauf ist, ist der Informationsaustausch zwischen den Einheiten vor Ort und der Zentrale, die das Ganze koordiniert oder zum Teil koordiniert, je nachdem, von welcher Organisation wir jetzt gerade reden. Was jedenfalls zu sagen ist, ist insbesondere in der Krisenintervention, erst der richtige Kontext macht die Daten zu der wertvollen Information, die wir wirklich benötigen. Wir haben dazu auf der einen Seite die, ich habe es jetzt mal Kerndaten genannt, das sind direkte Beobachtungen oder Informationen, die über Sensoriken reinkommen. Beobachten, Indikatoren, Informationen über Vorfälle, Informationen über das Ziel, wer ist der Gefährder, wie läuft die Aktion gerade ab. Auf der anderen Seite gibt es diese Kontextdaten, die beim Verständnis helfen, was jetzt eigentlich passiert. Da kann es sein, okay, wer sind denn betroffene Organisationen, was für eine Auswirkung hat es, wenn diese Organisation jetzt irgendwie angegriffen wird. Nehmen wir mal zum Beispiel einen Stromanbieter. Stromanbieter wird aus irgendeinem Grund angegriffen, geht vom Netz. Was für Auswirkungen hat das? Bei wem fällt überall der Strom aus? Jetzt nur mal, um ein ganz einfaches Beispiel zu nehmen. Genauso natürlich Hintergrundinformationen. Was wissen wir über irgendjemand? Was haben wir vielleicht aus anderen Vorfällen, ähnlichen Vorfällen schon gelernt? Erst wenn ich das Ganze in diesem Kontext habe, kann ich auf die Lage richtig reagieren. Dann, um ein bisschen zurückzukommen, Krise. Was ist eigentlich eine Krise? Krise ist definiert als eine schwierige Situation, eine Entwicklung hin zu einer gewissen Gefährdung oder eine Zeit der Gefährdung. Es ist eigentlich immer ein Sonderfall. Es ist nicht wirklich bis ins Detail geplant. Natürlich gibt es Notfallpläne für alles Mögliche, klar. Aber wenn dann wirklich eine Krise da ist, ist diese Krise immer in gewisser Weise speziell. Das heißt, ich muss dementsprechend darauf reagieren. Merkmale der Krise sind in der Regel, oder bei der Krisenintervention, sind, wir haben eine Ansammlung von verschiedenen Akteuren, die plötzlich zusammengewürfelt werden. Nehmen wir jetzt mal im Public Safety Bereich, das heißt bei einer Polizei, es gibt eine größere Krise, es wird ein Lagezentrum gebildet, wo Akteure aus verschiedensten Bereichen plötzlich in einem Raum mehr oder weniger eingesperrt sind und zusammenarbeiten müssen. Daneben kommt natürlich die Interaktion bei einer größeren Krise zwischen verschiedenen Organisationen, die oft mit verschiedenen Technologien arbeiten, andere Struktur haben, anderes Management haben. Da muss die Interaktion gewährleistet sein. Und das Ganze muss so dargestellt werden, dass es möglich ist, eine Analyse des Risikos zu machen, um daraus dann die abgeleiteten Entscheidungen treffen zu können.
Das Problem, das wir jetzt haben, oder die große Herausforderung ist, die Daten sind zwar alle da, habe ich ja vorhin gezeigt, aber jeder dieser Organisationen braucht irgendwie ein anderes Bild der Lage. Das heißt, die Information ist immer spezifisch für den Akteur und oder auch für die Applikation, die gerade genutzt wird. Das kann jetzt auf einem Mobildevice anders aussehen als in einer Zentrale zum Beispiel. Das ist bedingt zum einen auf, wir haben unterschiedliche Anforderungen in den Ebenen, die in einer Krise arbeiten. Ein Polizist auf der Straße braucht mit Sicherheit andere Informationen und kriegt auch andere Informationen als der Planer in der Zentrale oder ein Geschäftsführer, beziehungsweise, wenn wir dann auf nationale Ebene gehen, irgendwelche Politiker. Genauso, der Polizist auf der Straße kriegt auch die andere Informationen, die er natürlich dementsprechend wieder weiterleiten kann. Für die Visualisierung bedeutet es, wir müssen zum einen mal dafür sorgen, dass die Vorgänge möglichst schnell bearbeitet werden können. Wir müssen für den Planer die Risikobeurteilung ermöglichen und wir müssen für einen Geschäftsführer dementsprechend Informationen bereitstellen. Das kann in einem späteren Schritt passieren, für Investitionen oder bei nationaler Ebene zum Beispiel für die Strafverfolgung. Das heißt, je nachdem, wo ich gerade arbeite, brauche ich andere Datenquellen, andere Informationen und muss dieses Bild aus den vielen Unmengen von Daten, die wir zur Verfügung haben, muss daraus ein Bild generieren, das mir hilft, meine Entscheidung zu treffen. Und das ist bei uns für die Krisenintervention wirklich die größte Herausforderung. Dazu kommt aber noch, es gibt jetzt unterschiedliche Arten von Entscheidungen. Es gibt einmal diese kurzfristigen Entscheidungen, die sofort getroffen werden. Das heißt, Warnungen an Opfer, eventuell technischer Support, irgendwelche Empfehlungen bereitstellen, zum Beispiel Fenster nicht aufmachen, was auch immer, Informationsaustausch zwischen Opfern sicherstellen, zwischen Einrichtungen sicherstellen. Dann gibt es die mittelfristigen Entscheidungen, die sich so im Bereich Stunden bis Tage bewegen. Das heißt, die Einrichtung einer Taskforce zur Abarbeitung der Krise, eventuell ein Kontakt zu internationalen Organisationen, die dabei mithelfen müssen, bis hin zur Hilfe bei Wiederaufbau oder auch wieder erstellen und verteilen von Empfehlungen, Richtlinien und dann auch im nächsten Schritt wieder die Unterstützung der Strafverfolgung. Und dann haben wir noch die langfristigen Entscheidungen. Das heißt, Weiterbildung, finanzielle Unterstützung dafür, welche Trainingsangebote werden in Zukunft notwendig sein, wie passieren Audits, wie muss ich meine Strategien anpassen, um auf ähnliche Krisen besser reagieren zu können. Dafür, wie gesagt, die Herausforderung ist dann eigentlich wirklich, aus der Vielzahl der Verfügung stehenden Daten müssen die für den jeweiligen Akteur spezifischen Daten und richtigen Daten ausgewählt werden und das Ganze zum richtigen Zeitpunkt. Wir haben heute Morgen, glaube ich, von HP war es gesehen, wie viel Unmengen an Daten inzwischen zur Verfügung stehen. Wenn jetzt jeder diese Unmengen von Daten auf seinen Bildschirm kriegen würde, wäre er rettungslos verloren. Das heißt, ich muss ganz gezielt auswählen, was ist das, was er jetzt wirklich braucht und das auf das Notwendige reduzieren, damit die Entscheidung getroffen werden kann. Das heißt, ich muss beantworten, wer benötigt welche Informationen zur Krisenintervention, wie erreicht man den Gesamtüberblick für die jeweilige Person zur Findung einer Entscheidung und wie muss die Information aufbereitet werden, damit sie verständlich ist. Verständlich ist, und auch, beziehungsweise das, was in Klammern steht, auch für Nicht-Experten. Wenn wir jetzt auf nationale Ebene gehen, ein Entscheider in einem Ministerium hat sicherlich nicht so viel hat vielleicht nicht so viel Wissen wie ein Polizist, der das Ganze im täglichen Einsatz macht. Von daher muss die Information sicherlich anders dargestellt werden als für den Polizisten in der Einsatzzentrale, damit auch er, ein Nicht-Experte, klar ist, wenn ich jetzt sage, ich schalte das Kraftwerk ab, hat das die Auswirkungen. Das hat aber vielleicht weniger Auswirkungen, als wenn ich es jetzt am Strom lasse, weil der Effekt sich noch weiter ausbreitet. Und dafür ist dann wirklich die Herausforderung, wie gesagt, nicht in der Digitalisierung selbst, sondern in der Verwendung der zur Verfügung stehenden Mittel und der zur Verfügung stehenden Informationen. Ist jetzt rein von der Anwenderseite gesehen, wie gesagt,
ich bin auch kein Techniker, ich komme aus dem User Experience Bereich, von daher für mich das relevantere Thema und das schwierigere Thema. Was ich jetzt wirklich in meinem täglichen Leben sehe, ist, wir kommen zur Organisation hin, es heißt, ja, wir wollen die neue Technologie einsetzen, aber wir wissen eigentlich nicht wirklich, warum. Das heißt, der Use Case oder der Benefit ist nicht wirklich klar. Man will halt mit dabei sein. Das kann aber nicht der Sinn der Sache sein. Sondern eigentlich geht es darum, erstmal rauszufinden, was bringt es eigentlich? Welchen Nutzen habe ich davon? Was wir jetzt dazu machen, ist wirklich die Analyse, oder was notwendig ist, ist die Analyse zwischen den Akteuren. Erstmal hinterfragen, was ist das gewünschte Ergebnis? Was wollt ihr eigentlich wirklich erreichen mit diesen neuen Technologien? Dann, wer wird dazu benötigt? Wen brauche ich? Insbesondere in einer Krise. Wer ist an einer Krise wirklich alles beteiligt? Wer hat irgendwas an Entscheidungen zu treffen? Wer muss irgendwelche Informationen liefern? Und dann die Frage, wer von den Akteuren muss wann wissen? Was muss er wissen? In welchem Format braucht das dargestellt? Und warum muss er das wissen? Um dazu zu kommen, haben wir jetzt das, was so im Massenproduktionsbereich als Informationsstromanalyse umgewandelt, in was wir Informationsstromanalyse nennen und sagen, okay, wenn ich das durchführe mit einem Kunden, definiert es mir meine Informationspfade, zeigt mir auf, welche Systeme benötigt werden, welche Systeme beteiligt sind und zeigt mir auch auf, wo fehlt noch irgendwas. Das haben wir jetzt mit ein paar Kunden schon durchgeführt, funktioniert sehr gut. Ich komme dann im Endeffekt zu einem Übersichtsbild, bei dem man jetzt hier leider nicht viel lesen kann. Das zeigt mir aber ganz klar auf, an dieser Stelle in meinem Prozess einer Krisenintervention, ich meine, hier ist jetzt Beispiel Drohnendetektion, egal, aber auch für eine Kriseninformation werden von diesem Akteur diese Informationen benötigt. Sie können kommen von dem und dem System. Also bitte sorgt dafür, dass diese Informationen da sind. Das heißt, ich kann hierdurch meine Auswahl treffen, welche Daten, welche Systeme wirklich bei einem bestimmten Akteur benutzt werden. So. Das heißt, die Analysephase ist für uns eigentlich die Grundlage, bevor es eigentlich wirklich in die Digitalisierung reingeht. Und damit bin ich eigentlich auch schon am Ende meines Vortrages. Bedanke mich. Vielen Dank.